Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ich hoffe, dass man mich gut hört. Mit der Sicht ist es so eine Sache. Es ist Nacht hier und ziemlich dunkel. Ich habe jetzt zwar hier meine Laterne, aber die bringt es auch nicht. Es geht aber heute in diesem Video auch nicht ums Sehen, sondern eher ums Hören. Und zwar habe ich ja das Reisfeld geflutet, dieses hier neben uns. Und da sind jetzt die ganzen Frösche und was da sich noch so herumtummelt im Teich, sind die alle zum Leben erwacht. Und das gibt jetzt so was wie ein Konzert, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe sehr, dass man das hört. Deshalb werde ich jetzt mal ein bisschen auch nichts sagen und einfach nur, ja, dem Gequacke hier lauschen, dem, ja. Zurücklehnen und lauschen. Ne? Ja. Also Leute, echt schön hier draußen. Ich hoffe, dass man mich gut hört. Ja, sowas entspannt einfach. Also ich könnte da stundenlang einfach sitzen. Mag ich auch meistens das nicht stundenlang, aber schon. Wenn ich hier draußen sitze auf meiner Terrasse, meistens abends oder so. Also was gibt Schöneres hier, als einfach, ja, der Stille zu lauschen oder dem Konzert jetzt der Kröten oder den, ja, den Fröschen, den ganzen Insekten, die da praktisch jetzt, und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Reih, den ich geflutet habe. Ihr könnt euch vorstellen, was da los ist nach so einem richtig kräftigen Regen, wenn sämtliche Reisfelder geflutet sind und dann wird es richtig laut. Ich meine, die hier in Isan wohnen, die kennen das, denen brauche ich nichts zu erzählen, aber ich möchte halt den anderen, die das noch nie erlebt haben, möchte ich einfach mal ein bisschen sagen, wie das so ist. Ist einfach herrlich, einfach schön. Ja. Es ist trüb, es ist windig und sieht nach Regen aus, aber der Regen kommt einfach nicht. Da kommt immer wieder ein starker Wind und vertreibt einfach die Wolken. Ich habe mir heute den Wetterbericht aus Koh Chang angesehen, also das ist ja furchtbar. Die Prognose, 90% Regenwahrscheinlichkeit, 100% Regenwahrscheinlichkeit, also Leute, das, ja, im Moment ist kein gutes Wetter, um dorthin zu fahren. Und da habe ich noch die Bilder gesehen, im Fernseher, gerade bei der Fangerei, wir kommen jetzt gerade von dort auf Koh Samet, richtig Sturm, also die Leute kommen von der Fähre nicht mehr runter und die hat sie fast von der Brücke da heruntergeweht. Ja, das ist halt so die Jahreszeit, ne?
Ja, meine Mimi auf dem Schoß. Meine Frau ist da vorne irgendwo. Mit ihrem Handy, keine Ahnung. Wir kamen. Sind im Gästehaus mit den Kindern. Man sieht nur noch die Lichter brennen. Eine Ruhe hier. Also wirklich, Leute, man muss sich das vorstellen. Mitten in den Reisfeldern hier wirklich keine Nachbarn, gar nichts. Das nächste Dorf ist, ich schätze mal so, wo die Eilert ist, 3 Kilometer entfernt. Also echt da hier draußen nirgendwo. Die Hunde lungen da draußen irgendwo herum. Es ist immer gut zu wissen, dass die in der Nähe sind. Das gibt einem auch Sicherheit. Also ich zumindest fühle mich sicher mit meinen Hunden, denn sobald da was nicht stimmt, schlagen die Alarm. Also da weiß man, ja, dass man da, ja, dass Vorsicht angesagt ist. Aber wenn ich sehe, die liegen hier da ruhig herum manchmal. Jetzt ist ja nicht so heiß, aber manchmal, wenn es richtig heiß ist, dann auch mitten in der Nacht oder spielt keine Rolle die Uhrzeit. Wenn es mir danach ist, dann komme ich einfach raus und schwimme ein paar Runden im Pool. Wenn ich sehe, die Hunde sind hier und ist alles ruhig, weiß ich, ist alles in Ordnung. Also die Hunde sind besser als irgendeine Kamera oder so für die Sicherheit, für mich zumindest. Ich meine, ja, aber sechs Hunde habe ich und mit der Mimi, die eigentlich als Katze durchgehen könnte, sind es 7, ne? In unserer Mimi. Ja, einfach noch ein bisschen mal lauschen hier. Ich weiß, das ist ein komisches Video. Ich werde es mir nachher noch mal anschauen und ob ich das überhaupt sende, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich will halt ein paar Sachen auch so ausprobieren. Wichtig ist, wie gesagt, der Ton. Wenn man das Konzert hier nicht hört, was da aus dem Reisfeld kommt, dann ist das ganze Video eigentlich nichts. Es geht, wie gesagt, um den Ton. Wenn man das klar hört, werde ich es wahrscheinlich senden. Wenn nicht, lasse ich es eben bleiben. Ne? So, nochmal entspannt zurücklehnen. Oh Leute, herrlich hier. Ich könnte fast einschlafen hier jetzt. So ist es hier draußen halt nachts bei uns. Ich schätze mal, ist es so 8 Uhr vielleicht. Wir gehen jetzt auch gleich schlafen, nicht? Weil viel los ist ja nicht hier in Isan, hier draußen. Wie gesagt, wenn man das Nachtleben macht und Partys, ist man hier falsch. Also da muss man anderswo hingehen. Aber diese Ruhe hier, das Ganze drumherum, man muss es auch mögen, ne? Ja. Okay, Leute, ich möchte das Video jetzt nicht auch in die Länge ziehen, weil, ja, jedenfalls, vielleicht habt ihr jetzt da mal einen Eindruck bekommen, wie das so ist, auch abends hier in Isan, wenn der Matthias draußen auf seiner Terrasse sitzt und einfach den Fröschen lauscht, den
Insekten, die Nachtvögel, was es so noch alles gibt. Ja, okay. Na ja, Laterne. Okay, Leute, also euch noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.